Bethesda Game Studios presents The Elder Scrolls 5 Skyrim Die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau. Ach, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur. General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wiloth immer noch seinen Wacholderbärenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Oh. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Wir sind keine Rebellen. Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ja, und damit moin und herzlich willkommen zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, bevor wir jetzt uns der Charaktererstellung widmen, womit fange ich an? Also, mir ist neulich aufgefallen,
dass ich seit, sagen wir mal, 10 Jahren oder so locker kein solches Fantasy-RPG mehr gespielt habe. Weil ich war auch sonst nie so der Typ dafür. Und dann habe ich mir gedacht, gebe ich dem doch einfach mal eine Chance, weil mir war irgendwie danach grundsätzlich mal Sachen eine Chance zu geben, für die ich mich sonst nie so begeistert habe. Ja, und kaum war das passiert, dass ich dem mal eine Chance gegeben habe, jetzt hat mich das richtig gepackt quasi. Und dann habe ich gedacht, dann könnte ich das doch eigentlich auch mal versuchen, auf den Kanal zu bringen. Warum eigentlich nicht? Und das ist jetzt quasi das Ergebnis davon. Das heißt, wir werden mal ein paar Videos dazu machen. Vielleicht auch mal streamen oder sowas. Das weiß ich noch nicht genau, in welchem Format wir das am besten verpacken. Ich dachte mir nur, dass vielleicht Videoform für sowas Storylastiges sich am besten eignet. Auch der Immersion wegen. Und ja, wir schauen mal, wo das Ganze hinführt. So, womit fangen wir an? Also mit der Charaktererstellung. Zuerst müssen wir uns die Rasse auswählen, wie sich das für ein gutes Fantasy-RPG gebührt, ne? So, was haben wir denn hier? Also wir haben, gehen wir mal so durch, Nord, Ork, Rotwardone, Waldelf, wenn man hochgeht noch Khajiit, oder Khajiit, mit so J statt J, habe ich das immer gehört, Kaiserlicher, Hochelf, Dunkelelf, Bretone, Argonia. So, das sind die Rassen, die man haben kann. Die haben alle ihre Vor- und Nachteile, wie das eben so ist. Und man hat hier so ein paar Menschenrassen sozusagen, zum Beispiel die Bretonen, die Kaiserlichen und die Nord. Ach, und nicht zu vergessen die Rotwardonen. Die basieren quasi auf Menschen. Dann haben wir noch ein paar Elfen, den Waldelf, den Hochelf und den Dunkelelf. Dann haben wir noch Echsenmenschen, die Argonia, Reptilienwesen, wie hier steht. Und Khajiit, eine Katzenrasse quasi. Und die Orks. So. Gehen wir mal durch. Ich möchte gerade mal einfach nur so ein bisschen als Einführung, auch falls es jemand noch nicht so kennt wie ich damals, als ich angefangen habe. Damals ist es vor ein paar Tagen erst gewesen. Ich möchte mal lesen, was die so alles können. Also, wir haben ja die Argonia. Diese Reptilienwesen, optimal an das heimtückische Sumpfgebiet der Schwarzmarsch angepasst. Das ist das, wo die herkommen. Hatte noch einen anderen Namen. Es gab da zwei verschiedene Namen, glaube ich, für die Region. Der andere ist mir gerade wieder entfallen. Besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Krankheiten und können unter Wasser atmen. Mit ihrer Kraft heilende Haut können sie ihre Gesundheit sehr schnell regenerieren. Das klingt schon mal nicht schlecht. Also wir befinden uns hier in Tamriel. Glaube ich, so ein Kontinent quasi. Da gibt es verschiedene Provinzen. Und wir spielen hier aktuell, dieses Spiel spielt in der Provinz Himmelsrand, auf Englisch eben Skyrim. So. Und und die Argonia kommen eben aus einer anderen Provinz von Tamriel, eben aus der Schwarzmarsch. So heißt, glaube ich, wird, glaube ich, auch das ganze Gebiet genannt. Und wie gesagt, es hatte noch einen anderen Namen. Was gab es denn? Es gab Morrowind. Ich glaube, da kommen Dunkelelfen her, wenn mich nicht alles täuscht. Dann gibt es Hammerfell. Da weiß ich gerade nicht mehr genau, wer daher kam. Cyrodiil, da kommen die Kaiserlichen her, hier. Also die Dunkelelfen, wie gesagt, aus Morrowind, soweit ich weiß. Die Khajiit kommen, glaube ich, aus Elsweyr oder so, heißt es, wenn mich nicht alles täuscht. Die Nord sind quasi die Einheimischen von Himmelsrand, von Skyrim. Bei den anderen bin ich mir gerade nicht so sicher, wo die genau herkommen. Vielleicht kommen die Elfen ja alle aus Morrowind, ich bin mir gerade nicht sicher. Kann gut sein. Nun gut, also. Den Argonia haben wir uns angeschaut. Dann gehen wir mal weiter mit den Bretonen. Zusätzlich zu ihrem schnellen und scharfsinnigen Verständnis der Zauberkunst rühmen sich selbst die einfachsten Bretonen vom Hochfels ihres Widerstands gegen Magie. Bretonen können die Kraft Drachenhaut einsetzen, um Zauber zu absorbieren. So.
Nächster, Dunkelelf. Die in Morrowind, ja hier steht sogar, die in Morrowind beheimateten Dunkelelfen oder auch Dunmeer. Dieses Wort Meer am Ende, das hört man auch ganz oft. Dunmeer, die Elfen haben alle so einen Meernamen hier. Die Hauchelfen Altmeer, die Waldelfen Bossmeer. Übrigens bei Bossmeer, ich weiß nicht genau, Dunkelelfen Dun. Gut, Dun und Dunkel klingt schon mal ähnlich, ne? Vielleicht hat das da einen Zusammenhang. So, Hochelf habe ich mir jetzt gerade spontan hergeleitet. Ich weiß nicht, wo dieses Meer herkommt, aber Alt und Hochelf, Altmeer. Alt ist doch vom lateinischen Altus hoch. Also Hochelf, Altmeer passt irgendwie, wenn man sich des Lateinischen bedient. Und das Gleiche ist mir auch bei den Waldelfen aufgefallen, bei Bossmeer. Ich meine, das lateinische Wort für Wald wäre zwar Silva gewesen, aber im Spanischen zum Beispiel ist Wald Bosque. Also haben wir auch dieses Boss drin. Waldelf, Boss, Bossmeer. Finde ich ganz interessant. Da kann ich auch eine andere Anekdote gerade einbringen. Und zwar ist mir aufgefallen, das Totenreich, oder der Himmel quasi, ist es ja, glaube ich, sogar. Also der Himmel, der Nord. Ich glaube, es gilt nur für die Nord. Ich glaube, die anderen haben vielleicht andere Religionen. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber zumindest bei den Nord ist es so. Der Himmel, wo sie nach dem Tod hinkommen, wenn sie wohl gute Nord gewesen sind, nehme ich an, heißt Sovngarde. Und das hat mich auch wieder daran erinnert, als ich zum Beispiel Dänisch gelernt habe. Denn das Verb at sowe, geschrieben S-O-V-E, also dieses, da hat man auch den Stamm S-O-V, heißt Schlafen. Und Sovngarde ist dann quasi der Ort, wo man zum Schlafen hingeht, nach dem Leben. So kam mir das gerade vor, das ist mir auch aufgefallen. Also passt ja auch aus dem, quasi aus dem, aus einer skandinavischen Sprache da was zu entlehnen, wenn man für ein Volk, die Nord hat, die ja quasi die Germanen sind, so mehr oder weniger, denen entsprechen. Die Kaiserlichen, habe ich den Eindruck, die entsprechen eher den Römern. Zumindest sehen die Kaiserlichen, die Rüstungen sehen so sehr römisch aus, ist mir aufgefallen. So, wo waren wir denn hier? Hatte ich das fertig gelesen, die Dunkelelfen? Die in Morrowind beheimateten Dunkelelfen oder auch Dunmeer verfügen über bemerkenswerte Schleich- und große magische Kräfte. Sie besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Feuer und können die Kraft Zorn der Ahnen einsetzen, um sich mit Feuer zu umgeben. Hochelf. Die in ihrer Heimat, den Somerset-Inseln, ist das nicht Somerset? Ist das nicht irgendwas Englisches? Keine Ahnung, also der Name. Dann wird es aber mit Somerset oder sowas geschrieben, auf das der echte Ort. Bin mir gar nicht sicher, wie das zusammenhängt, ob es überhaupt einen Zusammenhang gibt. Auch unter dem Namen Altmeer bekannten Hochelfen sind das begabteste Volk in den arkanen Künsten. Also Arkan, das kommt ja aus dem Lateinischen, Arcanus ist auch dunkel quasi, ne? Also so düster, sowas in der Art. Und damit sind ja, soweit ich weiß, so Verzauberungen gemeint, so. Ich weiß, arkane Verzauberungen sind zum Beispiel diese Verzauberungen, wo man Rüstungen und Waffen und sowas verzaubern kann. Daher kenne ich das Arkan aus diesem Spiel. Sie benutzen ihre Kraft der Hochgeborenen, um ihre Magiker schnell zu regenerieren. Also sind gut zum Zaubern geeignet, würde ich sagen. So, die Einwohner von Cyrodiil haben sich als verschlagene Diplomaten und Händler erwiesen. Sie sind geschickt in Kampfkunst und Magie. Wo immer Goldmünzen zu finden sind, finden Angehörige des Kaiservolks stets ein paar mehr als alle anderen. Mit der Kraftstimme des Kaisers beruhigen sie einen Feind. Und da muss man auch sagen, wenn man das wieder auf die Römer bezieht, die waren ja auch wirklich so Diplomaten, muss man ja eigentlich sagen, ne? Weil, soweit ich weiß, wenn man sich die Geschichte der Römer anguckt, ich weiß nicht, ob es jemals passiert ist, aber zumindest am Anfang oder die wichtigsten Kriege, die sie geführt haben, waren keine Angriffskriege. Die hatten sich immer angreifen lassen quasi oder sowas oder hatten Provokationen als Grund genommen für Kriege und waren da sehr geschickt damit, solchen Sachen umzugehen und handelt sowieso. Also ja, passt auch wieder zu den Römern, die Kaiserlichen. Fand ich ganz interessant. So, genau, Elsweyr. Sie stammen aus der Provinz Elsweyr, die Khajiit. Sie sind intelligent, schnell und behende. Sie sind ausgezeichnete Diebe, der sie sich von Natur aus heimlich bewegen. Alle Khajiit können in der Dunkelheit sehen und verfügen über waffenlose Klauenangriffe.
waffenlose Clown-Angriffe. Ihr könnt euch mal vorstellen, dass es ganz nützlich ist, wenn man eben ohne Waffen kämpft. Das macht man nämlich ab und zu. Zum Beispiel, ja, Faustkämpfe gibt's ja. Ich weiß nicht, ob die Clown auspacken oder nicht. Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber es gibt zumindest immer wieder mal Faustkämpfe, dass man irgendjemandem mal beweisen muss, was man drauf hat, und dann macht man einen Faustkampf, bis der andere K.O. geht. Jo. Und was mir auch bei den Khajiit aufgefallen ist, die haben auch so einen speziellen Akzent, mit dem sie reden. Akzent sagt man da in der Situation. Und die Namen, wenn ich mir die angucke, die haben häufig so Apostrophe drin, die Namen von den Khajiit. Und das sind ja, zumindest was meine Sprachenkenntnisse angeht, in den allermeisten Fällen oder in allen Fällen, die ich kenne, sind das, wie sagt man, Glottal Stops auf Englisch. Also, man sagt auch, wie sagt man, Kehlkopfverschlusslaut? Also dieses dieses, was man am Anfang hört, wenn man einen Vokal spricht im Deutschen häufig. Das macht man im Deutschen häufig. Man sagt ja nicht zum Beispiel Apfel, sondern Apfel mit so einem am Anfang. Dieser Laut. Den haben so Sprachen wie Arabisch zum Beispiel. Oder auch Hawaiianisch. Zum Beispiel Hawaii wird man ja Doppel-I geschrieben, und in der hawaiianischen Schreibweise hat es ja ein Apostroph drin. Und zwischen den beiden I's am Ende. Und das heißt dann eigentlich Hawaii. Mit einem eben drin, dieses Hawaii am Ende, genau. Und das haben die eben auch in den Namen. Und die haben so einen Akzent. Und ich würde einfach mal vermuten, da die auch aus der Wüste kommen, ich glaube, L2 ist so eine Wüstengegend, die sollen wahrscheinlich auch so an Araber erinnern. Da deutet für mich einiges drauf hin. Die Khajiit. So. Die Bürger von Himmelsrand sind große, blonde Menschen. Ja, gut, sind nicht alle blond, aber okay. Die Nord sind stark, zäh und für ihre Kälteunempfindlichkeit und ihr Kriegstalent bekannt. Mit einem Kampfschrei schlagen sie ihre Gegner in die Flucht. So. Ah ja, hier haben wir auch jetzt, sehen wir auch jetzt, wo die Ork herkommen. Als Bewohner der Vrodgarianischen und der Drachenschwanzberge sind orkische Schmiede für ihre Kunstfertigkeit berühmt. Ork-Truppen in schwerer Rüstung gehören zu den besten Kämpfern des Kaiserreichs und sind furchterregend, wenn sie ihre Kraft Blutrausch einsetzen. Also sind die Ork, stehen die Ork in aller Regel auch auf den Seiten des Kaiserreichs anscheinend. Wir hatten ja eben in der Diskussion, das Gespräch, was wir da am Anfang hatten, da war ja auch die Rede von Sturmmänteln und Kaiserlichen. Das ist so der große Konflikt in Skyrim, so wie ich das verstanden habe. Und die Sturmmäntel, angeführt von und benannt nach Ulfric Sturmmantel, sind eben die Nord quasi, die hier ansässig sind und sich wohl irgendwie wehren. Und die Kaiserlichen, die wohl auch mit den Elfen zusammenarbeiten, kommen aus Cirodiil und wollen eben Himmelsrand beherrschen oder haben das bisher getan, so wie ich das verstanden habe. So. Die von Natur aus besten Krieger Tamriels, also die Rotwardonen, genau. Die Rotwardonen aus Hammerfell, ach, da kommen die her, alles klar, sind besonders zäh und besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Gifte. Sie sind in der Lage, im Kampf die Kraft Adrenalinschub einzusetzen. Also genau wie bei den Dunkelelfen ist es eben auch bei den Rotwardonen in aller Regel so, dass man sie eben an der Hautfarbe erkennen kann. Bei Bretonen, Kaiserlichen, ja, manchmal auch bei Nord bin ich mir nicht so ganz sicher, wie man die am besten auseinanderhält. Wobei, dieser Typ hat eine andere Augenfarbe. Ich weiß nicht, wie weit man die einstellen kann. Der Bretone auch. Der Nord jetzt hat jetzt blaue Augen. Ich weiß nicht, man kann ja auch die Augenfarbe ändern. Von daher ist es vielleicht jetzt nicht so aussagekräftig. So, dann haben wir hier Waldelf zum Schluss. Der Volksstamm aus den Wäldern des westlichen Walenwald ist auch als Bosmer bekannt. Moment, Walenwald. Jetzt bin ich gerade überlegen. Es gab so eine Insel. Ich glaube, das war auch in der Mitte von Morrowind. Ist das die Insel Walenwald? Heißt sie so? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Oder ob das gleich eine andere Provinz war. Nee, das war Wadenfell? Nee, wie hieß das? Ich glaube, so hieß das.
Ja, wahrscheinlich war Wadenfell oder sowas. Da gab es so einen roten Berg, das ist irgendwie so ein Vulkan oder sowas. Habe ich auch von gehört. Naja, gut. Bin noch relativ neu, was diese, wie sagt man so schön, Lore betrifft. Also diese ganze Geschichte um diese Welt von Tamriel. Na gut, der Volksstamm aus den Wäldern des westlichen Walenwaldes, auch als Bossmeer bekannt. Waldelfen sind gute Kundschafter und Diebe und in ganz Tamriel gibt es keine besseren Schützen. Sie sind von Natur aus resistent gegen Gifte und Krankheiten und sie befehlen Tieren, mit der Kraft Tier beherrschen, für sie zu kämpfen. So, jetzt haben wir uns alle mal angeschaut. Jetzt kommt die Frage, wen wir denn tatsächlich spielen wollen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass ich angefangen hatte zu spielen, schon etwas. Und da hatte ich mich dann auch entschieden, also hatte ich mich auch für eine, natürlich musste ich mich ja für eine Rasse entscheiden, und da hatte ich mich, sorry, ich bin ans Mikro gekommen, das tut mir leid, für die Khajiit entschieden. Und ich muss sagen, es gefällt mir tatsächlich ganz gut, auch die Stärken, die sie haben, also ausgezeichnete Diebe und intelligent, schnell und behende. Das hat mir ganz gut gefallen, also ich habe auch so ein bisschen, bin auch so ein bisschen rumgeschlichen. So Schleichangriffe sind ganz nett. Taschendiebstahl ist auch immer wieder eine schöne Sache. Macht Spaß. Und deswegen haben die mir ganz gut gefallen. Und ich könnte mir vorstellen, die einfach wiederzunehmen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir den mal. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier oben weiterklicken. So. Aber ich muss gestehen, Moment, schauen wir mal gerade. Ich mag das Aussehen der männlichen Khajiit nicht so gerne, wenn ich ehrlich bin. Deswegen würde ich da gerne das Geschlecht wechseln. Die weiblichen gefallen mir da doch besser. Muss ich sagen. So, und jetzt kommen wir zur Charaktererstellung. Und das kann wohl einen Moment dauern. Ich nehme jetzt einfach mal die erste Vorgabe. Hier können wir die Hautfarbe einstellen. Ein sehr helles, heller Ton. Etwas dunkler. Ja, ich glaube, ich gehe mit dieser Farbe. Die gefällt mir ganz gut. Gewicht. Ja, da kann man so ein bisschen... Ich glaube, es passt zu den Khajiit auch ganz gut, wenn man etwas dünner ist. Dann nehme ich einfach mal das Dünnste, was geht. Gehen wir mal weiter zum Kopf. Gesichtsfarbe. Hier kann man... aus zwei Farben wählen. Das sieht jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus für meine Augen. Gefällt mir das doch besser. Schmutz. Brauche ich auch nicht. Ich mag das ja tatsächlich gar nicht so gerne für meine Charaktere, wenn die so kriegsversehrt oder sowas aussehen. So besonders angsteinflößend oder sowas. Ja gut, wenn wir keinen Schmutz gewählt haben, können wir die Farbe auch nicht einstellen. Hier zum Beispiel Narben. Brauche ich jetzt auch keine für meinen Charakter. Die lasse ich weg. Kriegsbemalung. Das ist ja nicht unbedingt eine Kriegsbemalung. Also gut, kann man vielleicht auch welche sehen. Aber das ist... Ich meine, wenn man von einer Katze ausgeht, so ein Tiger zum Beispiel. Der sieht ja auch gerne mal von Natur aus so aus. Hier zum Beispiel, das sieht sehr nach Tiger aus. Vielleicht nehme ich da was in der Richtung. Das ist zum Beispiel ganz nett. Dann können wir hier noch die Farbe aussuchen. Weiß, rot. Vielleicht sowas Helles. Nicht ganz dunkel, wie hier, sondern vielleicht so. Das ist vielleicht ganz nett. Ist eher so ein Muster als eine Kriegsbemalung, würde ich sagen. Gut, Nasenart. Die Nase sieht schon mal nicht schlecht aus. Mit der bin ich eigentlich schon gar nicht mal so unzufrieden. Die erste sieht auch nicht schlecht aus. Die ist ein bisschen kleiner, die erste, ne? Die ist ein bisschen breiter. Ja, nehmen wir die vorausgewählte. Nasenhöhe kann man jetzt einstellen und man kann ja auch hier so ein bisschen bewegen. Die Nase wirkt so kurz, finde ich, irgendwie. Ich habe das Gefühl, die könnte ein Ticken länger sein, aber das können wir auch noch einstellen, denke ich mal. Kann man die Höhe einstellen? Sieht sehr merkwürdig aus, okay. Aber das sieht gar nicht mal so merkwürdig aus, wenn die so hoch eingestellt ist, finde ich. Das ist der Standardwert.
Und ich finde, das geht eigentlich. Ich nehme mal die höchste Höhe tatsächlich. Nasenlänge. Gut, die sah zwar eben so ein bisschen kurz aus. Aber jetzt geht's eigentlich. Jetzt, wo die ein bisschen höher ist. Ich glaube, ich lasse sogar den Standard. Das ist ein bisschen zu weit. Ich lasse einfach mal den Standard. Kieferbreite. Das Kinn wirkt irgendwie ein bisschen dünn. Gut, wir sind erstmal beim Kiefer. Der könnte sogar für meinen Geschmack dünner sein. Weil das sieht jetzt ein bisschen zu dünn aus. Ich mache wieder normal. Das ist zu dünn, ja. So vielleicht. Kieferhöhe. Könnte sogar ein bisschen höher sein, oder? Dass die Mitte, das runter, das hoch. Ich glaube, ich lasse einfach die Mitte. Kiefervorstand. Ach da, wir sind immer noch, ich gucke die ganze Zeit aufs Kinn, wir sind ja die ganze Zeit beim Kiefer. Vielleicht einfach nach hinten? Oder doch? Das ist die Mitte. Das hinten. Hinten sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht alles gar nicht so schlecht aus. Vielleicht lasse ich ja auch wieder die Mitte. Huch, bin ich außerdem weitergegangen. Ach, warum nicht? In der Mitte geht es ja eigentlich auch schon einigermaßen. Ich kann mich so schlecht entscheiden. Oder vorne. Den ganz nach vorne zu schieben, das finde ich eigentlich auch ganz nett. Ich meine, das Schöne ist, wir sind ja nicht bei einem Mensch. Bei einem Menschen würden wahrscheinlich einige Einstellungen jetzt sehr merkwürdig aussehen. Aber ich finde, hier geht es sogar, wenn man diese Extreme wählt. Wangenknochenhöhe. Wenn man die Augen vielleicht ein bisschen bewegt, sieht das vielleicht gar nicht mehr so schlecht aus. Das ist die Mitte. Nach unten geht. Ich finde, das geht auch, wenn man das Ganze nach unten zieht. Die Extreme hier sehen gar nicht mal so schlecht aus. Vielleicht lasse ich das so. Wangenknochenbreite. Das sieht sehr merkwürdig aus. Okay, wenn wir es ganz dünn machen. Das kann man auch machen. Wieder ein Extrem, das für mich gar nicht mal so schlecht aussieht. Wobei, wenn man so ein bisschen von der Seite betrachtet, vielleicht doch ein bisschen komisch. In der Mitte. Weil die Wangen stehen hier so ein bisschen raus, ne? Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Ne, das muss wirklich nicht sein. Die Wangen müssen gar nicht rausstehen. So. Dann mache ich das so. Wangenfarbe. Kann man noch ein bisschen mehr fürs Muster tun quasi. Aber ich glaube, ich bin damit ganz zufrieden. Lachfalten. Ja gut, da kann man auch wieder eine Farbe einstellen. Weiß sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ich gehe hier vielleicht auch wieder mit dem Standard. Untere Wangenfarbe. Kann man das ganze Gesichtsfarbe verändern. Hier die Nase. Da sieht das Helle gar nicht mal so schlecht aus. Aber wieder, ich bin mit dem Standard schon ganz zufrieden. Ich muss das nicht unbedingt ändern. Das gleiche gilt auch fürs Kinn. Und hier hat man nochmal ein Muster. Könnten wir das genauso machen wie auch im Gesicht. Aber ich sehe hier nicht so die Notwendigkeit dafür. Oder? Ach, hier hat man auch am Hinterkopf ein bisschen was gehabt. Ach, das zieht sich über den ganzen Hinterkopf. Interessant. Ja, könnte man vielleicht so machen, falls einem das sonst ein bisschen zu nackig aussieht. Ja, warum nicht? Stirnfarbe. Sieht man gar nicht, was man da macht. Ich lasse einfach beim Standard. Oder sieht man schon, aber kaum. Augenform.
können wir mit verschiedenen Augen auswählen. Vielleicht so große runde Augen sind vielleicht ganz hübsch. Augenfarbe. Kann man so Schlitze machen. Okay. Blaue Augen sehen auch nicht verkehrt aus. So Schlitze will ich auf jeden Fall keine haben, das weiß ich schon mal. Grün und Gelb gefällt mir nicht. Oh, die Blautöne hier sehen ja fast gleich aus. Ich glaube, wir nehmen so einen Blauton, oder? Ich finde, das hat was. Oder doch so? So ein Blau? Ich nehme das blassere Blau. Muss ja nicht so leuchten unbedingt. Augenhöhe, da kann man die Position ein bisschen verschieben. Können wir ein bisschen nach unten. Oder ganz krass nach unten. Da haben wir ja vorhin auch da ein bisschen Platz geschaffen, indem wir die Wangenknochen, glaube ich, waren das ein bisschen nach unten geholt haben. Da geht das Ganze sogar. So, Augenbreite. Das ist einfach nur, ja, wie weit die auseinander sind. Das sieht dann auch sehr merkwürdig, sehr schnell sehr merkwürdig aus. Zum Beispiel das hier. Oder hier. Naja, gut. Ich bleib da, glaube ich, auch einfach bei der Mitte. Ja, alles andere sieht für mich ein bisschen merkwürdig aus. Augentiefe. Da müssen wir, glaube ich, wieder so schauen. Da sieht auch wieder das extrem reinholen der Augen sieht auch gar nicht so schlecht aus. Standard sieht natürlich nicht schlecht aus. Das Rausfahren, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, sieht das auch nicht so verkehrt aus. Wobei mir gefällt das ganz weit draußen wohl doch nicht so gut. Ich gehe einfach wieder mit der Mitte. Ich finde die Mitte ganz gut bei den meisten Sachen. Lidstrichfarbe. Ah, hier kann man die Augen ein bisschen dunkler machen. Schauen wir nochmal. So, vielleicht wieder die gleiche Farbe, die wir auch für die Musterung im Gesicht genommen haben. Sieht gar nicht so schlecht aus. Lidschatten? Ah, das ist der ganze Bereich hier. Da kann man nur hell machen. Nee, das machen wir nicht. Lidfarbe. Ah, das geht auch. Wieder. Könnte man auch drüber nachdenken. Wobei mir das dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten ist, wenn ich da auch noch so ein Muster reinmache. Ich bin noch nicht mal so voll überzeugt von dem, was wir da am Hals gemacht haben. Aber kann man durchaus so lassen. Die Brauen, die sieht man ja an sich kaum. Also die sind ja nicht so wirklich... Ja. So nicht so wirklich definiert, die Brauen. Schauen wir mal. Da geht es dann eher so in die Knochen dahinter, ne? Vielleicht nehmen wir auch einfach das Niedrigste. Ist der... Wie soll ich sagen? So ein bisschen glatt quasi. Wie sieht der Kopf so, wie der so verläuft? Da steht da nichts so hervor, wie hier jetzt bei der Einstellung. Ich finde, das kann man machen. Braunbreite. Dann steht das wieder sehr raus. Wenn man das andere Extrem nimmt, dann fährt es eher auf der anderen Seite aus. Nö, das muss nicht sein. Ich nehme einfach die Mitte. Braunlänge. Sehe ich kaum Unterschied, was, wenn man hier reingeht. Was hat das denn mit Länge zu tun? Ich nehme da einfach die Mitte. Ich verstehe nicht so ganz, was das macht. Okay. Weiter geht's. Mundform. Das sieht aus wie so ein leichtes Lächeln. Und dann sieht er ein bisschen neutraler aus. Warum nehmen wir das nicht einfach? Kann man die Höhe einstellen? Da nehme ich, glaube ich, auch lieber die Mitte einfach. Ich weiß nicht, warum ich immer so Extreme nehmen muss. Keine Ahnung. Aber ich finde, die Mitte ist häufig das, was mir so mit am besten gefällt. Mundvorstand kann man zurückholen.
Es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, finde ich, wenn man den weiter zurückholt. Den Mund. Das war die Mitte. Die Mitte war das hier. Da bildet das so mehr oder weniger eine Linie. Und hier geht der Mund ein bisschen nach innen. Gut. Ich lasse dann einfach die Mitte wieder, glaube ich. Die Mitte ist häufig ganz gut. Kinnbreite. Da kam mir das Kinn ja anfangs ein bisschen dünn vor. Ob man das... Ja, nee. Wenn man das breiter macht, dann wird der Mund nicht breiter. Der sollte dann am besten auch mit breiter werden, wenn ich das schon breiter haben will. Ansonsten... Dünner kann man vielleicht machen. Wobei, muss man auch nicht. Ich glaube, ich lasse ja auch wieder die Mitte. Vielleicht ein bisschen dünner. Nicht ganz dünn. Kinnlänge. Da geht es weiter nach unten. Will ich ein kleines Kinn haben? Will ich ein großes? Oder bleibe ich doch wieder bei der Mitte? Ja, weiß nicht, das Kinn sieht ein bisschen zu klein aus, glaube ich, wenn ich es so lasse. Ich mache es wieder mal ein bisschen kleiner, aber nicht ganz klein. So vielleicht. Kinnvorstand. Oder geht die Nase länger, wenn man so macht. Das hat was, finde ich, wenn die Nase ein bisschen länger ist. Ich glaube, das gefällt mir sogar ganz gut. Weil, wäre schön, wenn das Kinn dann dafür nicht so weit hinten wäre, im Verhältnis dazu. Bleibe ich doch vielleicht lieber bei der Mitte. Dann ist das Kinn am richtigen Platz und die Nase dann auch irgendwie, was weiß ich, Lippenfarbe. Kann man sie auch wieder... Nee, das macht mir, glaube ich, das ganze Gesicht ein bisschen zu dunkel. Das lassen wir mal so. Haare. Ich will einfach keine haben. Ich mag das nicht so gerne, wenn Khajiit Haare haben. Das sieht irgendwie sehr merkwürdig aus, finde ich. Hier kann man so Luchsohren noch machen. Aber das brauche ich auch nicht. Ich lasse die Haare komplett weg. Ich finde, ein Khajiit braucht keine Haare. Der sieht doch ohne gut aus. Gut, dann wäre das vielleicht unser Charakter jetzt. Also, gefällt mir persönlich ganz gut. Und, dann bleibt die Frage, wie wir die Gute nennen. Und da habe ich auch eine Weile überlegt. Ich kann ja jetzt schlecht meinen Namen nehmen. Finde ich, das passt nicht so gut. Auch rollenspieltechnisch nicht so gut rein und so. Deswegen, habe ich ein bisschen überlegt, habe ein bisschen überlegt. Und ich bin nicht so hundertprozentig glücklich mit dem Namen. Aber ich habe mich dazu durchgerungen, einfach mal sowas hier zu nehmen. Sowas. Das fand ich ganz nett. Vielleicht kennt er eine oder andere, wo das herkommt. Ich hatte so ein bisschen überlegt, ich wollte irgendwas, was zum Charakter passt. Und ich wollte mir jetzt auch ungern ein Wort oder Namen ausdenken dafür. Deswegen habe ich jetzt einfach ein bestehendes Wort genommen, was bereits eine Bedeutung hat. Ich habe lange überlegt, von Äquivalenten von diesem Wort, zum Beispiel auch aus anderen Sprachen. Aber irgendwie in fast jeder Sprache, die ich durchgegangen bin, war das Wort fast gleich und fast identisch, könnte man fast sagen, mit dem Deutschen. Also nehmen wir mal, also das deutsche Wort ist Katze übrigens. Einfach Katze. Und das hier ist Latein, Felis, mit langem E. Felis gibt es ja im Lateinischen lange und kurze Vokale für alle Fünfe, A, I, O, U. Und das ist eben lang in dem Fall. Dann geht das überhaupt? Könnte ich das so machen? Nee, das geht nicht. Mit meiner Tastatur kann ich, wenn ich Alt GR und T drücke, das geht bei meiner Tastatur, bei der Standardtastatur geht das nicht, und dann T, dann kriege ich diesen Längenstrich über dem E. Weil ich habe die sogenannte Europa-Tastatur. Mit der kann man, die kann man sich im Internet runterladen, die findet man ziemlich schnell.
Und damit kann man so ziemlich alle Sprachen tippen, die auf dem lateinischen Alphabet bestehen. Und da hätte ich das jetzt gekonnt. Mit einem langen E so drüber. Aber das geht jetzt gerade nicht. Dann müssen wir darauf verzichten. Ja, ich nehme einfach diesen Namen, denn ja, mit dem kann ich mich anfreunden. Was ich auch noch fast genommen hätte, wäre als Name Pisika. Aber das hat mir dann irgendwie doch nicht so gut gefallen. Das wäre nämlich dann gewesen von dem rumänischen Wort. Pisica heißt das auf Rumänisch. Katze. Und das wäre so ein anderer Gedanke gewesen. Ansonsten, wenn ich so durchgehe, ne? In fast allen Sprachen ist mir aufgefallen, ist es fast gleich. Also auf Deutsch haben wir Katze. Auf Englisch haben wir Cat. Also oder Cat, wie auch immer. Auf Dänisch haben wir auch Cat eher. Also klingt fast genauso wie im Englischen. Cat. Ich glaube, im Schwedischen hat man wahrscheinlich auch, glaube ich, auch Kat mit Doppel-T. Also K-A-T. Im Dänischen übrigens K-A-Doppel-T. Im Dänischen K-A-T. Im Französischen hat man Cha. C-H-A-T. So wie Chat. Das englische Wort Chat geschrieben. Spanisch Gato. Italienisch Gatto. Mit Doppel-T. Einfach nur wie im Spanischen und mit Doppel-T. Im Türkischen, glaube ich, Kedi oder so. Also klingt fast wie Ketti oder so. Also fast wieder wie Cat auf Englisch. Russisch Koschka, glaube ich. Das wäre auch wieder so, ne? Sehr ähnlich. Fand ich interessant, dass es auf fast allen Sprachen fast gleich ist. So, jetzt quatsche ich die ganze Zeit, ne? Ohne, dass wir hier was geschafft kriegen. Und, ja, unser Charakter ist jetzt so ziemlich fertig und ich würde sagen, für den weiteren Verlauf, wie es weitergeht, sagen wir einfach mal so, sehen wir dann in der nächsten Folge. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir unseren Charakter so und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wirklich so richtig hoffentlich losgeht. Also, bis dahin. Tschüdelü. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.